liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde unserer Universität. Es ist mir ein großes Anliegen, Ihnen zum Ende dieses Jahres vor allem eins zu sagen: Danke. Danke, dass es uns als Universitätsgemeinschaft bisher gelungen ist, die Herausforderungen der Corona-Pandemie so gut zu bewältigen. Für uns alle hat das Jahr 2020 große Belastungen und Entbehrungen mit sich gebracht. Doch zugleich hat die Universität bewiesen, wie flexibel sie ist und welche Leistungen sie gerade in der Krise erbringen kann. Für ihre Mitglieder, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Und das ist Ihr Verdienst. Sie haben mit Ihrem Engagement dazu beigetragen. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. Die Lehrenden haben ihren Unterricht innerhalb kürzester Zeit in den digitalen Raum verlagert. Die Verwaltung ist zu großen Teilen in Homeoffice und zur Telearbeit gewechselt und hat so den Betrieb aufrechterhalten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben über Länder- und Fächergrenzen hinweg gemeinsam an Wegen geforscht, wie sich die Pandemie bekämpfen lässt. Sie haben für die Öffentlichkeit wichtige Beiträge geliefert, um das Zeitgeschehen aus der Perspektive ihrer Disziplinen einzuordnen. Die Studierenden haben sich in großer Zahl als freiwillige Helferinnen und Helfer engagiert, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Die Alumni und Alumni haben unser neues Förderprogramm, die Studiennothilfe, mit großzügigen Spenden unterstützt. Und das Universitätsklinikum hat zeitweise die meisten Corona-Patientinnen und Patienten bundesweit versorgt. Was wir alle gemeinsam geleistet haben, ist enorm. Das erfüllt mich als Rektorin dieser Universität mit Stolz und Zuversicht. Hinzu kommt, dass wir uns im Laufe des Jahres über viele Erfolge für unsere Universität gefreut haben. Und auch dafür möchte ich einige Beispiele nennen. Wir haben das Verfahren der Systemakkreditierung erfolgreich durchlaufen und dürfen unsere Studiengänge nun selbst einer Qualitätsprüfung unterziehen. Epicur, unser Pilot für eine europäische Universität, hat eine weitere Förderung erhalten. Er widmet sich jetzt nicht mehr nur der Lehre, sondern auch den Themen Forschung, wissenschaftliche Innovation und Interaktion mit der Gesellschaft. Wir haben unser Afrika-Zentrum für transregionale Forschung offiziell eröffnet. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben 6 neue oder verlängerte Sonderforschungsbereiche eingeworben, 5 davon allein in der Medizin. Die Eva-Meyer-Stiehl-Stiftung stärkt mit einer hohen Förderung die Forschung in unserem Profilfeld Umwelt und Nachhaltigkeit. Und auch im universitären Betrieb setzen wir ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Wir haben unsere Umweltleitlinien aktualisiert und sie als Teil unseres ersten Umweltberichtes veröffentlicht. Die meisten dieser Erfolge habe ich noch aus der Ferne beobachtet. Mein Amt als Rektorin habe ich am 1. Oktober angetreten, mit viel Tatendrang und Freude und mit großer Dankbarkeit für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen. Seitdem habe ich schon viele Mitglieder unserer Universität in interessanten und anregenden Gesprächen kennengelernt und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen mit Ihnen allen im kommenden Jahr, ob in Präsenz oder virtuell. Wird von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängen, denn der Schutz unserer Gesundheit steht weiterhin an oberster Stelle. Deshalb möchte ich Sie alle bitten, unterstützen Sie die Maßnahmen des Bundes und der Länder. Halten Sie die Vorgaben ein, helfen Sie mit, die Pandemie einzudämmen. Wir brauchen jetzt diesen gemeinsamen Kraftakt. Wenn er uns gelingt, können wir mit Zuversicht ins neue Jahr blicken. Die Immunisierung der Bevölkerung wird fortschreiten. Die Handlungsspielräume werden sich wieder vergrößern. Ich bin überzeugt, dass wir als Universität und als Gesellschaft aus der Pandemie gestärkt hervorgehen werden. Beispielsweise, weil wir digitaler geworden sind, weil wir gelernt haben, auf unterschiedliche Lebenssituationen von Menschen flexibler zu reagieren, weil wir unser Mobilitätsverhalten kritischer prüfen. In dieser Krise liegt auch eine Chance, die ich als Rektorin für unsere Universität ergreifen möchte, zugunsten von Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Inklusion. Doch jetzt stehen uns allen zunächst ruhige und besinnliche Tage vor. Sie ermöglichen es uns, das Jahr Revue passieren zu lassen, neue Kraft zu schöpfen und hoffentlich auch einmal abzuschalten. Wir haben es uns verdient. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine frohe Weihnachtszeit. Kommen Sie gut ins neue Jahr und vor allem bleiben Sie gesund.